So, also, wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt gegen ihn anwenden. Feuerball werden wir nicht machen. Wir werden ihn ganz normal weiter wegdreschen. Bei Let's Play Shadow Hearts. Wir wollen doch mal schauen, ob dieser Yamaracha-Stein wirklich so ein harter Stein ist. So ein harter Brocken. Also, bis jetzt habe ich das überhaupt nicht das Gefühl, dass er ein harter Brocken ist. Aber wie gesagt, das kann sich auch alles täuschen. Ja, zum ersten Mal ein perfekter Scharfschützenschuss. Mal gucken, was der bewirkt. Weil manchmal haben auch Spezial, wenn man sie perfekt trifft, Spezialfähigkeiten und Zusatzeigenschaften, die den Gegner noch irgendwie beeinflussen. Aber in diesem Fall wohl leider nicht. Gut, soll nicht das Problem sein. Der Lebenssauger kommt auch perfekt durch. Aber irgendwie gibt Enns Kreuz keine Veränderungen an, die ich da sehe. Also eigentlich ist dieser Gegner schon so ziemlich am Ende, wenn ich das richtig sehe. Und naja, ja, jetzt taumelt er richtig. Also lag ich mit meiner Vermutung doch schon ziemlich richtig. Margarete, du heilst dich am besten mal, bevor du mir hier komplett wegstirbst. So. Zack. Margarete steht wieder. Schuschen greift mal an. Als Abwechslung. Damit der auch mal was tut fürs Team. Und wie ich mein Glück kenne. Nö, diesmal nicht. Diesmal war es doch nicht so der Fall. Sonst kannten wir das ja bis jetzt immer beim Raven Knight, dass der Charakter, der gerade hinten stand, der gerade den eigentlich unvermuteten letzten Stich macht, dann doch das Match beendet. Und ja, Shushen, tut mir leid für dich, mein Freund, aber du stehst noch. Ich brauche jetzt nicht heilen. Margarete haut nochmal zwei Schüsse drauf und jetzt geht's wieder los. Shushen wieder. Mal gucken, vielleicht macht Shushen jetzt ja den Anstoß. Mit seinen Schaden, mit seinen tödlichen Schadenschlägen. So. Weiter, Yuri, jetzt aber, komm. Bring dem Ganzen ein Ende. Der ist das doch gar nicht wert, dieser Gegner. Mein Gott. Er steht ja immer noch. Er geht wieder auf Shushen los. Schlägt zweimal auf und dreimal so auf ihn ein. Gut, ich glaube, er braucht wieder einen kleinen Scharfschützenschuss vor die Birne. Der hat sich anders verdient. Ja, wieder ein Treffer nur. Aber das ist ja auch schon mit 97 Punkten, die sie da im Schnitt macht, eigentlich ein ordentlicher Treffer. Von daher mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen, was das angeht. Und das war es auch mit 93 sogar nur. Aber der Yamaracha-Stein fällt zu Boden. Und ja, das war's. Guti, guti. In diesem Ort, danke Melli-Schuh im Übrigen, während ich jetzt hier gerade den Jingle höre, gibt es auch einen wichtigen Gegenstand für später, den man definitiv einsammeln muss. Und wir sehen, unser Feuerelement ist auch fast vor Level 2. Ja. Der Yamaracha-Stein ist geschlagen. Jetzt müssen wir eigentlich... Siehst du? Ich hab doch gesagt, das passiert. In den Schrein reinkommen. Naja. Du und der Huai scheint auf gleicher Wellenlänge zu sein, Sonny Boy. Keine Bange, ist nur ein Scherz. Ach ja, da ist es. Das ist es. Hä? Was denn? Warte, da liegt was auf dem Boden. Hm? Hä? Was ist das? Sieht wie eine Schildkröte aus. Wenn das nicht das Votivbild der schwarzen Schildkröte ist. Das ist also das Votivbild, das der Huai gestohlen hat? Hm, genau. Ich hätte nie gedacht, dass wir es an so einem Ort wiederfinden würden. Sie haben Votivbild der schwarzen Schildkröte. Ja, jetzt können wir den Ort betreten. Wir sehen auch hier sofort einen Speicherplatz. Den werden wir auch definitiv jetzt erstmal heimsuchen. Und wir haben jetzt den Yamaracha-Stein besiegt und werden jetzt erstmal noch einige Heilgegenstände verwenden, damit wir hier auch gestärkt im Dungeon sind. Ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Höllenszenarien auszumalen. Dann gehen wir auch wieder die Seele bereinigen. Das sollten wir auch definitiv tun. Leider können wir ja noch nicht die Level 2 Seelen von Yuri freischalten. Das würde ich am liebsten jetzt schon tun. Aber es ist leider nicht möglich. Also müssen wir jetzt erstmal wieder unsere Seele bereinigen. Muahahaha. Möchtest du gegen die Bösartigkeit kämpfen? Ja klar doch. Mann, dafür bin ich doch hier. Verdammt nochmal. Oh, ein Wölfchen. Ein Wölfchen. Ja, komm. Da er vorhin im Kampf kaum was gerollt hat, bringen wir jetzt mal den Himmelsfreund zum Einsatz. Er hat's verdient. Er konnte ja leider mit seinem Exorzierpfeilen nicht viel anrichten. Und wir benutzen jetzt mal den Exorzierpfeil. Vielleicht kann er jetzt für Schaden sorgen. Ich hoffe es mal. Ja, ein perfekter Himmelsexorzierpfeil sogar. Ja gut, mit Yuri ist es jetzt auch einfacher zu zielen. Bin ich ganz ehrlich. Dadurch, dass er das Korallenlasso trägt,
ist es definitiv einfacher, mit ihm zu zielen. 180 Schadenspunkte, das ist definitiv ein beachtlicher Wert. Und jetzt schlagen wir mal normal mit dem Himmelsfreund drauf. Mal gucken, was er für Schaden macht. Ihr merkt schon, ich bin gar nicht aus auf perfekte Ringe. Das hat nämlich keinen Sinn. Und wir verwandeln uns zurück. Ja, Yuri. Da guckst du, ne? 14.000 haben wir jetzt wieder an Goldmünzen. Das ist nicht wenig. Wir brauchen aber definitiv mehr davon. Deswegen werden wir auch einiges an Geld sammeln. So. Und? Was bekommen wir? Ein Terablatt. Ja, okay. Davon haben wir ja noch ein paar. Und ja, wir verlassen jetzt also wieder den Friedhof. Zurückgehen? Ja klar, gehen wir zurück. Und ja, ich müsste jetzt nochmal ein bisschen was nachforschen, ob ich eventuell noch was vergessen habe, bevor ich hier reingegangen bin. Im Übrigen, die Melodie kennen alle, das ist die Dehuai-Melodie. Eine sehr schöne, vor allem auch irgendwie dramatische Melodie. Aber bevor wir weitermachen, wie gesagt, werde ich noch ein bisschen in meinen Unterlagen nachblättern. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Shadow Hearts. Diese Episode ist wieder ein bisschen kürzer, tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Bis zum nächsten Mal, also sprach der Raven Knight nimmermehr.